Ist Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, was geschieht, wenn eine alternde Hyäne eine jugendliche Schöne sieht? Ein Schlangenbiss ist ein Kinderkuss gegen diesen Blick. Meine Damen, da stimmt sie verdrießlich. Anwesende ausgenommen. Ich meine ausschließlich diese neidischen alten Schatheken. Doch kommen wir zurück auf besagten Blick. Der Blick spricht Bibliotheken. Werte Hyänen, gönnet dem Kind die flüchtigen Stunden. Vergänglich sind Schönheit und Jugend. Und wie ihr wisst, schwindet die karg bemessene Frist. 18 und 30. Und zum Schluss, mit Verlaub, bleibt von uns allen ein Döschen voll Staub. Auch ohne den Dolchsblick und ohne das Gift, wenn eine Hyäne eine Schöne trifft. Hallo, willkommen. Grüße euch, liebe Leute, hier wieder mal bei Kaffeeklatsch an diesem Sonntag. Mit Stress. Ach ja, ja, aber warum ja, Stress? Ja, weil ihr wolltet später kommen, früher kommen und uns konzentrieren auf unseren, wie wir das immer machen, aber das war eben ein bisschen hektisch. Ja, das war ein bisschen hektisch. Ne? Nee, da haben wir Essen, wir haben uns Essen bestellt, was auch ganz gut war, aber dann ist das Essen, wir haben eine Stunde auf das Essen gewartet. Das ist auch der Hammer. Ja, willkommen hier wieder mal zu Hause. Trotz Stress. Brötchen, ja. Ja, Brötchen. Hier sind wir jetzt wieder. Wir haben schönes Wetter. Das ist wahrscheinlich heute der letzte Tag, einer der letzten schönen Sommertage. Ja. Ne? Und deshalb sind wir vorhin auch nochmal weggegangen. Ne? Und ich habe auch spontan mich entschieden. Ach, ich habe die Lonka, eine Bekannte von mir, das angerufen und gesagt. Das ist deine Spontanität. Ja, und dadurch vergisst du mir etwas zu sagen. Naja. Du, deine Spontanität, das du ist ja wieder dein Zeigefinger an dir. Ja, das ne? ist das richtig. Aha. Ja, ja, siehst du, da fehlt schon was. Das kommt davon. Das, ne? kommt davon. Das kommt davon, ne? Du machst alles spontan und denkst nicht nach. Mhm. Das ist aber schon immer gewesen, Christian. Ja. Meine Mutter sagt das, ja? Mhm. Meine Mutter. Das war auch weiß das, es, wenn, wenn du gefahren bist nach in die Türkei. Alles spontan, ohne mir was zu sagen. Mhm. Und so bleibt das ganze Leben. Mhm. Ja. Ich finde es besser, Dinge spontan zu machen, auf immer Dinge zu planen und Dinge zu warten. Aber ein bisschen Rücksichtnahme auf die anderen, weißt du, das wäre ganz schön. Mhm. Hast ja recht, Patrick. Okay. Hast ja recht, ne? Kümmern wir uns. Immer wieder gut, ne? Immer wieder gut. Hat der Albert immer gesagt. Aha. Das war ein Goldiger. Da war ich jetzt auch schon nicht mehr unter uns. Nee. Ja. Schön. Das war ein netter, ja? Das war sehr netter. Ein guter Bekannter von uns hier. Ja, die war immer herzlich, der Albert. Mhm. Er hat vielleicht ein paar Sichtweisen gehabt, die nicht so ganz ohne waren, nee, ja? Nee. Und da hat er auch kein Blatt vom Mund genommen. Mhm. Und wir lagen uns auch oft ein bisschen in den Haaren. Ja, ja. Ich habe mich zwar sehr zusammennehmen müssen manchmal, aber trotzdem eine schöne Freundschaft. Ja, natürlich, wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ich denke auch in der Freundschaft ist es okay, dass man sich manchmal so ein bisschen... Nicht zu einer Meinung ist, das genau, ist richtig. Genau, ja. Ja, und jetzt habe ich ja, vorgestern haben die ja hier noch geschafft bei mir. Ne? Mhm, ich weiß, das war ein großer Akt. Das war ne? ein großer Akt, und zwar die Abdeckung vom Schwimmbad. Mhm. Aber jetzt habe ich Thema Schwimmbad, nee, das Ganze ist noch nicht zu Ende, aber es geht, das ist nächstes Jahr. Mhm. Nur, ich habe ein bisschen Angst, wenn du den Filter sauber machst. Ja, 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 das auch. Man hat immer irgendwie Arbeit, ne? Mhm. Immer irgendwas zu tun. Ja. So ist das, ne? Mhm. Und wenn die Leute wieder enttäuscht sein, die Leute, wenn sie nicht dabei ist heute. Ich weiß, ja, ja. Kein Unterschied, ne? Weil es ist, was es ist, ne? Und hier sind wir, Frau Ebert, wir machen das Beste draus. Ja. Ja? Ja, aber lass uns noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen über dieses Gedicht sprechen, über diesen Text. Erzähl mal ein bisschen drüber. Ich bin keine Hyäne. Haben Sie das schon mal erlebt? Eine alternde Hyäne, eine jugendliche, schöne Ansicht. Mhm, ja. Ja? Diese alten Hyänen, wirklich alte Hyänen, die der Jugend nichts gönnen. Mhm, ja. Und wenn die dann auch noch schön sind, ja, dann sind die richtig böse. Mhm. Naja. Davon ist Stefan Hannelys Gedicht. Mhm. Ja? Und wie das dann zum Schluss heißt, gönnet dem Kind die flüchtigen Jahre. Ja. Schnell geht vorbei die Schönheit und Jugend. Mhm. Ja? Das ist eine kurz bemessene Frist, wie das da drin heißt. Ja?
Also ich habe diese Hyänen auch erlebt. Ja, die gibt es ja überall. Oh, ja, ja. Diese habe ich erlebt. Oh. Hyänen, ne? Trotzdem, ich freue mich immer, wenn an der Jugend, wenn eine hübsche Person wie an der Hand an, ja, da freue ich mich jeden Tag, wenn ich die sehe. Ja. Mhm. Da kann ich keinen Neid nennen. Ich habe mein Leben gehabt. Ja, ja. Ich möchte auch nicht wieder jung sein. Richtig, ja, ja. Ja. Also da muss ich auch immer an, Karel Gott singt dieses die Chanson für ewig jung, ne? Für immer jung. Für immer jung, ja, für oh, immer jung, ja. Nee, also wie kann man bloß für immer jung? Also, aber dann ist ja eigentlich auch Jugend seine Einstellung. Ja, es ist ja nicht nur, dass man keine Falten im Gesicht hat, nee. Es ist, wie man sich fühlt. Genau, ja. Genau. Ja, und auch das Alter als positiv empfinden, ja. Und es geht, also ich bin froh, Mensch, wenn ich daran denke, an meine Jugend, diese Kerle immer hinter mir her, entsetzlich war das ja. Naja. Und deshalb sage ich ja auch und weiß das auch, das gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ja, aber das geht ist auch nicht. Nein, das geht nicht. Glaubt ihr das? Glaubt ihr sowas? Ja, das glaubt ihr. Habt ihr keine Frauen draußen? Habt ihr keine Männerfreunde? Männer, habt ihr keine Frauenfreunde? Das gibt es ja nicht. Christoph, im Alter. Aber in der Jugend gibt es das nicht. Oh, wirklich? Nein, ich habe die tollsten Freunde gehabt, wirklich mit Männern, mit Homosexuellen. Mhm. Das waren für mich die besten okay. Freunde. Und ich war auch glücklich, dass ich endlich einen Mann hatte, der nichts von mir wollte. Mhm. Sonst war ich immer im Druck. Ja. Und das ist ja auch jetzt mit der Hand an. Das ist also, was man da mitmacht in der Jugend. Das so. Ja. Und ich war auch jemand, ich kann nicht Nein sagen. Oh, ja. Ich habe schon Chanson gesungen. Ich kann nicht Nein sagen. Kann nicht Nein sagen. Ja, kiss me, Kate. Das ist eine kleine Schwäche von mir. Ich kann nur Ja sagen. Ihr könnt Mama ja fragen. Ich habe deswegen dauernd Schwäche mit ihr. Oh Gott, wie peinlich ist, wenn einer klein nicht ist. Soll man gefällig sein, dann bin ich da. Tät einer anfragen, ich müsste mich anklagen. Würde ich dann Nein sagen? Ich sage Ja. Das habe ich genau, gesungen. Ja. Vorne auf habe ich auf dem Souffleurkasten gesessen. Vati hat dirigiert. Oh, oh, ja, okay. Und ich habe die Chanson gesungen. Wir haben uns immer, Chris hat immer mit Augen gezwinkert, wenn ich das gesungen habe. Well, willkommen, guck mal, wer uns besucht hat. Ja. Ach, wir sind so stolz auf dich, wir haben dich vermisst. Der Pascha, hä? Pascha. Anna, sag mal Hallo, da sind die Leute. Okay. See, the people are there. Sie wundern dich, ne? Ja, genau. Sie haben dich so selten gesehen. Ja, genau. Sie freuen dich. Sehr schön. Ja. Wie geht's? Hallo. Wie geht es dir? Better? I don't know, good. Ich weiß, viel Arbeit, know. Ja? Yeah. Sie arbeitet sehr viel im Altenheim, ja, mit den alten Leuten. Ja, das ist zu bewundern. Wirklich ja, ich weiß. I'm not lazy like Christoph. Genau, sie ist nicht faul, wie ich sagte. Sie ist nicht so faul wie du. Okay, dann erstmal Pröstchen, hier Pröstchen, du auch. Pröstchen, nochmal Pröstchen zu Kaffeeklatsch. Pröstchen, hier, gib Pröstchen. Okay. Pröstchen, okay, auf euch gute Leute, hier zu dritt mal wieder. Ja. Sie möchte jetzt, okay, lass uns mal kurz für die Leute reden, weil die Leute möchten ja wissen, was los ist. People want to know what's happening, you know? What should I say? You can say, ich versuche mein Bestes. Weil sie hat ja jetzt diesen Kurs, den sie besucht, diesen Sprachkurs. Da lernt sie aber sehr wenig. Wir hatten letztes Mal einen Termin bei der Ausländerbehörde und wir hatten gefragt, ob es möglich wäre, diesen Kurs nicht zu machen. Und dass sie einfach dann das Zertifikat macht. Das ist also möglich. Also sie will jetzt aufhören. Und Ende ich muss bezahlen. Und sie muss das selber bezahlen, ja. Und sie will jetzt also aufhören, diesen Kurs zu machen und dann Vollzeit arbeiten im Krankenhaus. Ja. In normaler Weise, the teacher said, that is 400 Euro. This Kurs. Normalerweise kostet, Deutsch, wir versuchen Deutsch zu sprechen. If I would stay in Altenheim, I would speak in Italienisch. Du sprichst Italienisch, ja. Da ist eine Frau, die ist eine Italienerin, die spricht, die spricht nur Italienisch. I learned every word. Jetzt hat ein paar Wörter, hat sie schon gelernt, ne? I will Piano, speak. Piano, and what else? Piano, langsam. Piano Salvatore. Langsam. Salvatore, ja, Sohn, genau. Salvatore, ne, kennst du schon? Und Allora, sauber machen. Allora, okay, Allora. Sehr wichtig. I can say, because like, you know, I think it's so like my, with my culture, Italian culture and also the language. That is so similar. Ist ähnlich. Die Italienisch die and we are so similar life. Sehr ähnlich, ja. For example, if your mom she calls you from outside and if you don't come, you know, like they get like that. Come!
here. Die schmeißen den Schuh, damit du nicht ankommst. Wenn du ein bisschen langsam bist und die Mutti will, dass du herkommst, du kommst nicht her, dann nimmst du den Schuh und schmeißt den hier entgegen. Italiener. Italiener und Türkisch auch. Nicht im alten Das Heim. Ist so. Not in the old home. Nee. Genau. Das ist so alike. Das ist ähnlich. In der Türkei machen in die Türkei, das auch. In Türkei, in Italien auch. Wir waren in Türkei mit Christoph und ein guy asked about Is he Italianish? He asked me, is Turkish? I said, no, he's not. But he looks like my stepfather. Okay, jemand hat in der Türkei gesagt, als er mich gesehen hat, hat gefragt, ob ich Italiener bin. Mhm. Ich sehe aus wie sein Stiefvater, hat er gesagt. Ach Gott. Ach Gott, ne? Italienisch. Aha. Also ich sehe nicht, dass du was Italienisches hast. Sie sieht das nicht, ne? Das ja, nee, du, aber dein Deutsch, gib uns doch mal ein bisschen von deinem Deutsch, weil dein Deutsch ist viel besser. Okay. Ist viel besser. Sie spricht sehr gut. Ich war in Zug, in dem Zug, und einen Tag, Leute gefragt mir, du bist Italiano? I said, nein. Richtig, ja, wirklich, but they asked me like hätt that. Hätte sie auch sein können. In Deutschland, ja. Ja, hätte sie auch sein können. Könntest du sein. Why? Ja, du könntest Italien. Ja. Also mehr Italienisch als Türkisch, würde ich sagen, sieht so aus. Mhm. More Italian than Türkisch. Sieht die Türkisch aus? Nee. Nee, I don't look like a Turkish. I don't know. I know that. Sie sieht schon Italienisch aus. Maybe they had secret love in my family. I'm thinking about it. Vielleicht haben sie eine geheime Liebe gehabt in ihrer Familie, hat sie gesagt. I think that. That's impossible. Weißt ja nicht dein Vater, ne? Ja. Nicht mein Vater, aber maybe alt. Ach, davor, andere Generation. Vielleicht die Generation davor. Ja. Dass da vielleicht. Das könnte sein. No. Was könnte sein? You know? Close to 7, I think. Sieben. 6. August. 2 weeks later, I will get my first date. Yeah. Ja, sie ist ganz stolz. Wir wollen essen gehen, ne? Essen gehen, ja. Ja, essen gehen, wenn sie ihr erstes Gehalt bekommen. Ne? In 2 Wochen. Impfung. Ja, gehst du mit ihm allein. Also ich wünsche mir übrigens von dir nichts weiter zu Weihnachten. Ja. Nur, dass du dich impfst. Oh, wirklich? Ja, sie sagt. Ja, dann sonst nichts. Okay. Okay? Das wünsche ich mir. Ja, das I have no idea. Well, jetzt versuchst du mich unter den Druck zu setzen. Well, ne? I'm just saying something. I'm inviting, but I have no idea. I mean, I would like to be with your mom because to sie hat dich eingeladen, aber sie hat sie eingeladen auch. Ne? Und sie sagt, Mutti sagt jetzt, sie geht nur mit mir hin, wenn ich mich impfen lasse. Ich finde das nicht gut, dieses Rücken. Überlege doch mal. Sag mal, kannst du gar nicht überlegen. Du hast eine Seht Frau, ihr das du Problem? Du hast eine Frau, die ist geimpft. Du hast eine Mutter, die ist geimpft. Und der Mann von seiner Frau ist nicht geimpft. Also Christoph, da fässt du dich an den Kopf. Fasst du euch auch an den Kopf? Die Renate Fuchs hat gesagt, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, ja. Wie kann man bloß so stur sein? Meine Mutter will haben, vielleicht in ein paar Monaten, own house in Türkei. Ihr eigenes Haus wird sie haben, ihre Mutter. Ja, andere Haus, and we'll get divorced from my father, ich glaube. Werden sie scheiden lassen, ja. She will invite us, probably. I don't know how he can fly. Ich habe keine idea. Ich weiß auch nicht. Die will uns einladen, dass wir da hinkommen können, aber dann weiß ich nicht, wie ich da hinkommen kann. Ohne Impfung. Er sowieso nicht. Aber da muss er durch. Ein Mann hat im Radio gesagt, ich wollte mich nicht impfen lassen. Da kommt ja Ihre Information. Bitte doch. Und jetzt hat er gesagt, und jetzt habe ich erst festgestellt, ich habe das... Die Freiheit, natürlich, ja. Wie viel ich habe eine Freiheit, ich kann überall hingehen, ich habe auf vieles verzichtet. Und die Freiheit in meinem Leben, hat er gesagt, das ist mir das Wichtigste. Ist dir das Allerwichtigste. Und die Gesundheit, ne, auch, ne? Ja, genau. Mhm. Gesundheit. Also Gesundheit. Also glaubst du wirklich, dass du dran stirbst, wenn du dich Ich glaube nur nicht, dass es eine gute Sache ist. Ich glaube nicht, dass es gesundheitsfördernd ist. Und ich glaube nicht, dass also ich das davon... Also können wir also sterben? Du nimmst das in Kauf, dass sie hat das gemacht, ich habe es gemacht. Wir können und wenn, sterben. Wenn ich davon, also und du willst hier als einziger Mensch auf dieser Welt sein, ja? Seht ihr mal, was hier so los ist im Hause Ebert? Andere Menschen! Du bist doch crazy. Das ist doch eine Manipulation gegen meinen Willen. Ich habe doch meinen eigenen Willen. Ich kann doch meinen eigenen Willen haben. Was soll denn das? Aber ich kann doch meinen Willen. Ich habe gesagt, eben zu Christoph Pierre, aber er möchte nicht. Was kann ich machen? Ich lache, weil sonst würde ich weinen. Ne? Ja, Christoph. Sonst würde ich weinen. Ne? Christoph, living in another world.
nicht ich so lebe in meiner eigenen Welt. Ja, du, hast, ach, du willst als einziger Mensch auf dieser Welt leben. Einziger Mensch? Entschuldigung, weißt du, wie viele Leute da draußen sind, die sich weigern, geimpft zu werden? Wie viele Leute sind weigern? Das sind Idioten. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Die Leute, die das machen, was die Regierung von einem will, die sind die richtigen. Die Regierung. Also, genau. Nee, also, die sind ja die Guten. Das darf nicht wahr sein. Die will uns ja schützen. Nein, das darf nicht wahr sein. Dein Gequatsche, du kriegst, entschuldige bitte, das kann ich nicht. Die Regierung will uns schützen. Government wants to protect us. Weißt du was nochmal, was ich jetzt mal zum Ende sagen wollte, was das Problem ist und auch das Problem, wo viele diese zwei Parteien haben. Die eine Partei, die sagt, ja, es ist wichtig, wir müssen uns impfen lassen, das hilft, wir glauben der Regierung. Die anderen Leute, die sich Gedanken machen und sagen, hey, da ist was anderes, könnte doch was anderes dahinter sein. Und das Gespräch ist nicht möglich. Mal wie meine Mutter hier ja auch, die hat ihre eigene Meinung, aber ein Gespräch, die andere Seite mal zuzuhören, ist überhaupt nicht möglich. Ich habe genug zugehört. Und das ist ein Problem. Ich habe da genug zugehört. Du Mutti, du willst da gar nicht, du willst überhaupt gar keine. Über die Rechten habe ich gelesen. Und die Rechten. Und wie viele Ärzte, die hat auch gesagt, es gibt eine Ärztin in der Türkei, die ist 90 Jahre alt. Ja, ich habe gehört, dass, aber was kann ich machen? Ich muss. Und sie hat Bücher geschrieben und sie hat auch über die Sache gesagt, Corona, das ist nicht so. Ihr müsst einfach euer Immunsystem stärken und die Sachen, und die wird einfach stillgelegt. Was die sagt, wird einfach unterdrückt. Es gibt viele Ärzte, die auch sagen, was das Schlimmste überhaupt ist, was man Kindern antun kann. Nicht nur diese Masken zu tragen, dass man die impft, das Allerschlimmste, aber die werden überhaupt nicht gehört. But I also want to say for you, now I have a job and I will work full time. We will get money together. Maybe I was thinking about we can go somewhere nice in the future, Filigen, somewhere nice. Mm-hmm. But then will be problem for him. Yeah. I was thinking about. Autofahren. Drive a car. Can you go with a car somewhere? Du brauchst the test or ich habe keine Ahnung. Impfung. Okay. Na dann. Na dann. War mal wieder interessant, ne? Schön, dass du hier warst, Handan. Ne, Pröstchen. Pröstchen, Wumschen. Ne? Ja, und der Querdenker, genau, ja, nee, wunderbar, genau. Die denkt ja so wie alle, ne? Das ist ja auch gut, der denkt wie alle. Ne? Sohn, der geht ja auch nicht zur Wahl. Ganz toll, er macht alles, alles gut, ne? Pröstchen, alles Gute, ne? Vielen Dank für eure Zeit. Ja. Liebe Grüße, ne? Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Tschüss.